Hallo, moin. Deutsche Sprache ist schwere Sprache, oder? Obwohl die ostfriesischen Inseln winzig sind, wohnen hier Menschen aus aller Welt. Eine Herausforderung war es, dass ich erstmal auf eine Insel kam, eine wildfremde Insel, als einziger nicht weißer Mensch. Sie kommen, um zu arbeiten. Das ist nicht so schön, aber jemand muss das machen auch. Und wir sind hier für das. Auf Baltrum wuppt eine Polin gleich zwei Betriebe. Ich mag nicht, wenn man mich Chefin nennt. Und eine Dänin startet auf Norderney durch. Das war total aufregend. Das war Abenteuer. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. So. Vier Menschen aus vier Ländern und ein Inselsommer voller Herausforderungen. Vor der Küste Niedersachsens liegen die sieben bewohnten ostfriesischen Inseln. Baltrum ist mit rund 6,5 Quadratkilometern Fläche die kleinste von ihnen. In der einzigen Pizzeria der Insel will man nach einer langen Corona-Pause endlich wieder Geld verdienen. Du machst das hier so gut, ich muss ja gar nichts mehr nachbessern. Borjana Posekel und ihr Kollege Piotr haben eine Mission. 300 Pizzateigkugeln wollen sie für die Eröffnung morgen kneten. Wichtig ist die gute Vorbereitung für morgen, weil nach 7 Monaten ist die Routine verloren gegangen. Sie rechnen etwa 260 Gramm Teig für eine 30 cm große Pizza. Das ist zum Beispiel zu viel. Das macht man nicht. Macht das richtig. So ist es richtig. Super, super. So kann ich arbeiten. Wir sind wirklich schnell. Borjana hat die Pizzeria 2018 übernommen und führt seit 2 Jahren obendrein noch einen Imbiss. Hier Spezialitäten aus ihrer Heimat anzubieten, traut sie sich aber bisher kaum. Polnische Spezialitäten, ob deutscher Gaumen dafür bereit ist, polnische Küche ist etwas deftige Küche. Also, und das im Sommer, wenn wir hier, hoffentlich auch in diesem Sommer, um die 30 Grad auf der Insel haben werden, ist natürlich deftige Küche nichts für die Touristen. Ne? Und Italiener ist lustig, Italiener ist gemütlich, Italiener ist freundlich und das sind wir, Polen auch. Oh, ich höre mein Baby. Borjana hat 3 Kinder. Ihr jüngster Sohn Philipp ist erst 4 Monate alt. So, Mami, ja, du hast Hunger, ja. Mami kommt sofort. Mami macht mit der Theke und mit Pizza und mit allen anderen weiter, ne? Etwas später. Kinder und Karriere. Das klappt bei der 35-Jährigen auch, weil sie direkt über der Pizzeria wohnt. Borjana ist im Süden Polens aufgewachsen. In einer Stadt mit knapp 180.000 Einwohnern. Sie hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Ein Praktikum brachte sie 2003 das erste Mal nach Baltrum. Hier leben knapp 600 Einwohner. Fast alles kommt mit dem Schiff, ob Güter oder Gäste. Weil Baltrum autofrei ist, sind Pferdekutschen das wichtigste Transportmittel, neben Fahrrädern. Die Pizzeria liegt mitten im Dorf. Hast du die schon in der Schule gemacht? Ja, die habe ich schon in der Schule gekriegt. Ach so. Tochter Laura und Sohn Jakub gehen auf die Inselschule. Borjana hilft gerne bei den Deutschhausaufgaben, um die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Und wie schreibt man Normen? Die Familie wohnt mit 5 Personen auf etwa 45 Quadratmetern. Oft wird hier auch noch Besuch untergebracht. Ja, aber was ist schon Luxus? Also für manche wäre wahrscheinlich Luxus ein Haus mit 6 Bädern und so weiter. Ich sehe das erstmal so, wer soll das putzen? Es sei denn, man kann sich auch Putzfrau leisten. Aber für mich ist Luxus und das Wichtigste auch, dass die Kinder dabei sind. Und das ist für mich Luxus. Die nächsten Tage hat Borjana Stress. Sie muss 2 Betriebe wieder eröffnen. Von Baltrum nach Spiekeroog sind es Luftlinie gut 20 Kilometer. Auch in den frühen Morgenstunden wacht der Utkiker über die Insel. Die Bronzestatue ist ein Wahrzeichen Spiekeroogs und 3,5 Meter hoch. Musik.
Im Osten der Insel liegt die Hermann-Lietz-Schule. Sie ist ein Internat mit einem alternativen Schulkonzept. Lehrer Barassa muss zu seiner ersten Stunde. Moin. Moin, Barassa. Na? Alles gut? Ja. Das Internat hat auch internationale Schüler. Einige kommen aus China. Lehrer Barassa kommt aus dem Senegal. Er hat Deutsch als Fremdsprache studiert und unterrichtet dieses Fach nun im Internat. Es gibt also Konjunktiv 2. Wenn du mit einem normalen Menschen auf der Straße über Konjunktiv redest, da fragt er, was? Ist das eine Krankheit? Ich werde. Ich würde. Das macht mir unheimlich viel Spaß, weil das ist das, was ich am besten kann. Und das mache ich auch gerne. Ja. Deutsch ist einfach eine Sprache, die ich liebe. Und ja, deshalb. Und wenn ich das Leuten beibringen kann, freue ich mich sehr darüber. Baha ist ganz nett. Und also er habe auch Deutsch gelernt, vorher als Fremdsprache, kann man sagen. Und deswegen, er kann uns gut verstehen. So, Jungs. Dann tschüss, ja. Wir sehen uns dann morgen in der. Bara betreut die chinesischen Schüler auch außerhalb des Unterrichts. Er hilft ihnen zum Beispiel beim Beantragen ihrer Aufenthaltsgenehmigungen. Und denk dran, nimm bitte mindestens 10 Euro mit, weil die Fotos Geld kosten. Okay? Ja, alles klar. Tschüss. Diese Woche müssen sie aufs Festland, zur Ausländerbehörde. Barassa ist in einer kleinen Stadt im Senegal aufgewachsen. Er ging in seiner Jugend nach Leipzig, um Deutsch zu studieren, noch vor der Wende. Danach arbeitete er unter anderem als Berufsschullehrer. Eine Stellenanzeige vom Lietz-Internat brachte ihn vor 12 Jahren nach Spiekeroog. Zusammen mit seiner Familie wohnt er in einer Lehrerwohnung. Hallo Guni. Hallo. Schatz, gib mir doch einen Kuss. Wie weit bist du? Guni ist Bara vor 2 Jahren nach Spiekeroog gefolgt und arbeitet hier in einer Kurklinik. Die beiden sprechen untereinander Wolof, eine im Senegal sehr verbreitete Sprache. Aber Guni will auch Deutsch lernen. Aber besser, wenn wir Deutsch reden. Das hilft mir. Das ist besser. Wegen mein Sprachdeutsch noch nicht noch gut. Guni kocht traditionell senegalesisch. Heute gibt's Maniok mit Erdnusssoße und Rindfleisch. Bara bedient meist nur den Reiskocher. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich gar nicht kochen, weil bei mir, da wo ich auch gewachsen bin, haben Jungs in der Küche nichts zu suchen. So, ich habe hier das Kochen gelernt in Deutschland, aber dann, seitdem meine Frau da ist, mache ich so gut wie gar nicht mehr in der Küche und deswegen habe ich das mehr oder weniger verlernt. Ich kann nur noch Spaghetti Bolognese kochen, das mache ich gut. Wenn ich das mache, dann ist das immer lecker. Sie sind heute zu dritt. Ach, meine Mutter Mausi. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut. Hallo, alles okay? Ja. Was macht die Arbeit? Mona ist Baras Tochter aus erster Ehe. Sie ist in Leipzig aufgewachsen und vor 6 Jahren hierher zu ihrem Vater gezogen. Jetzt macht sie ein Jahr Bundesfreiwilligendienst auf der Insel. Naja, der Anfang war schwierig für sie, aber dann hat sie sofort Freunde gefunden. Oder Freunde und Freundinnen und versteht sich ganz gut mit denen. Und ich glaube, die Insel hat ihr gut getan, hat ihr gut gefallen. Die war klein, als sie hierher kam, jetzt ist sie fast so groß wie ich, ne? Und ich denke, die Insel gefällt ihr. Es ist ja was ganz anderes als in der Großstadt, weil sonst immer in den Ferien bin ich in Leipzig gewesen. Und hier ist halt, du hast so viel Freiraum, kannst immer zum Strand, wenn du willst. Das ist einfach schön hier. Als Lehrer im Internat unternimmt Bara auch viel privat mit den Schülern. Das gehört zum Schulkonzept. Morgen Abend steht ein Segeltörn an. Borkum ist die westlichste der ostfriesischen Insel. Und die einzige mit Hochseeklima. Hier leben fest etwa 5000 Menschen. Mehr als 500 davon kommen aus Rumänien. Viele von ihnen arbeiten in den Hotel- und Gastronomiebetrieben. Anna Maria Andrei leitet das Housekeeping eines Hotels. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch?
am Arbeiten. Wir versuchen uns zu organisieren. Anna Maria und ihr Team sind für die Reinigung des Hotels und mehrerer Ferienwohnungen zuständig. Die Amtssprache ist Rumänisch. Wollt ihr noch eine Tüte mitnehmen? Nein. Dann gebe ich euch nichts mehr mit. Oder Wasser noch. Die ganze Team sind rumänisch, ja. Welche ich habe in Reinigung. Aber am Anfang, wir waren nur 3 Mädchen, rumänisch, ja. Und wir haben immer in Englisch gesprochen. Aber natürlich, für uns hier ist wichtig, die guten Informationen zu bekommen, ja, nicht falsche. Die 43-Jährige hat in Rumänien eine Ausbildung zur Buchhalterin gemacht. Aber auf Borkum verdient sie mehr Geld. Und vor der Wäsche fremder Menschen hat Anna Maria keine Angst. Ja, ist nicht so schön, aber jemand muss das machen auch. Und wir sind hier für das. Anna Maria Andrei stammt aus einer kleineren Stadt im nördlichen Teil Rumäniens. Über Freunde kam sie 2013 das erste Mal nach Borkum, um zu arbeiten. Teammeeting mit dem Chef. Am Wochenende steht ein großer Gästewechsel an. Für Sören Hüppe arbeitet Anna Maria schon knapp 10 Jahre. Ausfälle haben wir aber nicht bei euch irgendwie? Oder ist jemand nicht da? Nein, ist alles gut. Wir sind alle. Und alle gesund. Sehr alle gut. Mit Lust zur Arbeit. Anna Maria ist für uns eigentlich unersetzlich. Also sie ist das Bindeglied zwischen Rezeption und Reinigung. Und in Zeiten von, ich sag mal, vielen Mitarbeitern, die aus Rumänien oder eben auch angrenzenden Ländern kommen und die Sprachbarriere sehr groß ist, ist sie eben unser Bindeglied überhaupt. Und ohne sie würden wir es kaum schaffen. Borkum ist mit mehr als 30 Quadratkilometern Fläche die größte der ostfriesischen Inseln. Insgesamt säumen 26 Kilometer Strand die Insel. Der wohl größte Touristenmagnet ist die Seehundbank direkt vor der Promenade. Die Tiere liegen in Sichtweite für die Urlauber und haben dennoch ihre Ruhe. Weil sie im Vergleich zu vielen Landsleuten gut Deutsch spricht, springt Anna Maria oft als Übersetzerin ein. Heute begleitet sie eine Kollegin mit ihrem Sohn zur Inselärztin. Hallo. Hallo. Der 8-jährige Eduard soll auf Borkum eingeschult werden. Und vorher steht eine Pflichtuntersuchung an. Hi, Anna. Anna Maria, bitte. Dann ja, bitte setzt schon. Euch hin. Bitte. Danke. Ja, danke, Frau Doktor. Das Problem, was wir jetzt haben, wenn ich dich verstanden habe, ist, er hat keinen Impfpass, richtig? Ja, richtig. Kein Impfpass, okay. Und kein Untersuchungsheft. Wie heißen Masern auf Rumänisch? Rubeola. Rubeola. Ja. Okay. Ja, Mama, guckt mal, hier oben stehen die Monate. In die Praxis von Dr. Monika Harms kommen Saisonarbeiter aus aller Welt. Das ist eine große Herausforderung und manche Morgen ist das hier ein Multikulti-Gebabbel, gell? Und wir beobachten jetzt eigentlich so, ich kann so sagen, in den letzten 6-7 Jahren kontinuierlich, dass immer mehr hier ihren primären Lebensmittelpunkt haben. Also ich denke, die Insel kann Integration schon, weil du hier auch Arbeit hast. Integration geht auch nur über Arbeit. Hi. Tschüss, junger Mann. Tschüss, Frau Babbel. Dankeschön. Ja, tschüss. Und morgen feiern die Rumänen auf Borkum einen eigenen Gottesdienst. Knapp 40 Kilometer weiter östlich liegt Norderney. Sie ist die zweitgrößte ostfriesische Insel. Hier leben mehr als 6000 Insulaner. Und im Sommer bekommen sie reichlich Besuch. Viele Urlauber zieht's an die lange Promenade. Schatten gibt's im Kurpark. Versteckt unter den Bäumen steht ein kleiner Eispavillon. Henriette Faupel, genannt Henny, arbeitet hier seit 1,5 Jahren. Wolltest du auch ein bisschen Keks holen? Ja, bitte. Ja. Die 47-Jährige kommt aus Dänemark. So, warte mal, ich gebe eine extra Waffel dabei, weil nicht, dass ich einen Sprung in Waffel habe, aber da war ein bisschen Sprung hier. Alles klar, vielen Alles Dank. Klar. Henny verkauft nicht einfach nur Eis. Und was darf ich da oben drauf tun? Sondern eher eine süße Mahlzeit. Immer an ihrer Seite ist Kollegin Ellie. Ja. Und was darf es bei dir sein? Nur Keks? Und auch Pulse.
Für diesen Job ist Henny extra nach Norderney gezogen. Guck das an, Mäuschen. Magst du sowas nicht? Ich habe auch Erdbeerpüree. Sie kam erst mal zum Probearbeiten. Das war total aufregend. Das war Abenteuer. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. Als ich hier kam, ich habe mich total in diesen Laden verliebt. Aber komplett. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und da, ich glaube, also, wenn der Laden reden konnte, beruht das auf Gegenseitigkeit. Und wenn ich nicht reden kann, ist es auch gut, ich rede für zwei. Henny hat in Dänemark Hotelfachfrau gelernt. Der Liebe wegen landete sie erst in Ostfriesland. Das Jobangebot im Eisladen führte sie schließlich nach Norderney. Komm gerne rein, hi. Ihre Lebensphilosophie ist dänisch geblieben. Wir haben eine Lebensqualität, wo wir insgesamt zufriedener sind als die Deutschen. Aber das bedeutet nicht, dass die Deutschen komplett unzufrieden sind. Damit nicht abgesagt. Das ist nur, ich stelle nur fest, dass die machen sich Sorgen. Um etwas, was eventuell passieren konnte in Zukunft. Und wir nehmen das, wenn es kommt, weil die Sorgen kommen von alleine. Wir brauchen die ja nicht anlocken. Hallo zusammen. Der Chef kommt. Gastronom Matthias Möckel hat auf Norderney auch noch mehrere Restaurants. Hallo. Ich wollte einmal die Schlüsselanhänger einprogrammieren in die Kasse. Okay. Sonst alles gut? Sonst super. Da drüber. Ja. Henny und ihr Chef haben in den nächsten Wochen viel vor. Sie wollen ein zweites Eiscafé eröffnen, auf dem Festland. Henny, wie machen wir das morgen mit nach Norddeich fahren? Matthias schätzt die Dänen in seinem Team. Henny ist ja ein sehr lebenslustiger Mensch und lebensbejahender Mensch. Ich glaube, das sind die Dänen generell. Und es passt natürlich auch zum Eis. Ich meine, Friesen, also Eis als solches ist ja ein positives Produkt. So. Und ja, das hat sich so gefunden. Und ja, was ein Glück. Fürs Eis, ich glaube für Henny auch. Und ja, wir passen irgendwie gut zusammen. Und das passt ja. Ne? Nach Norderney kommen mehr als 400.000 Gäste im Jahr. Am 15 Kilometer langen Sandstrand findet man aber immer noch ein ruhiges Plätzchen. Weil all die Urlauber untergebracht werden müssen, ist Wohnraum allerdings knapp. Einige Arbeitgeber stellen Personalwohnungen. Bei Henny ist das der Fall. Heute hat sie Besuch von ihrem Mann. Uwe wohnt in Norden. Gegenüber auf dem Festland. Beide pendeln regelmäßig, um Zeit miteinander zu verbringen. Ich glaube, ich kann sagen, ich habe meinen Mann ganz gut im Griff. Also, ich habe einen Koch einfliegen lassen hier auf Norderney. Und das ist mein eigener Mann. Was will man mehr? Ja. So. Guten Appetit. Ich sollte sie immer korrigieren, wenn sie was falsch sagt. Und wenn ich das dann zu ihr gesagt habe, dann sagt sie, kritisiere mich doch nicht so viel. Aber. Also von daher war es immer schwierig. Und deswegen muss ich immer so einen guten Mittelweg finden bei ihr. Also ich soll sie immer korrigieren, damit sie das lernt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was sie in der kurzen Zeit an Deutsch gelernt hat, das, also wir würden das nicht in Dänisch lernen in dieser Zeit. So wie sie ist, ist sie die Beste. Das Apartment ist klein. Aber im Sommer zieht es die beiden sowieso nach draußen. Denn jeder Sonnenuntergang ist anders. Und für Henny ist das hier immer noch etwas Besonderes. Das ist natürlich ein Mega-Privileg. Das ist nicht selbstverständlich. Und das bedeutet, dass es nicht nur, du arbeitest hier, du kriegst deinen Lohn, aber das hier ist obendrauf. Baltrum. Hier geht's heute um die Wurst, unter anderem. Hast du noch Pommes für mich? Und Currywurst, die möchte ich auch probieren. Božena Posikel kümmert sich um ihr zweites Geschäft, einen Imbiss. So, die leckere Currywurst. Oh, super. Kochanje pisch, Schatzi, ne? Lecker. Sehr lecker. Krzysztof ist Boženas Lebensgefährte. Er kümmert sich um den Imbiss. Fish and Chips. Diese Saison wollen sie ein Experiment wagen.
Bratwurst. Ah ja, und dieses Jahr haben wir neu polnische Krakauer. Weil wir so, ja, so langsam Richtung polnische Spezialitäten auch vielleicht hier anbieten möchten. Wir fangen es langsam an, wir fangen an mit polnischer Krakauer. Ihr Großhändler hat zwei Sorten Krakauer zum Ausprobieren geschickt. So, dann probieren wir einmal die. Sie müssen entscheiden, welche Sie verkaufen wollen. Also ich finde die besser. Und probiere die. Und? Die ist besser. Krzysztof und Bożena können sich nicht einigen. Jetzt sollen die Gäste entscheiden. Noch ist es eher ruhig auf Baltrum. Es sind die letzten Tage vor der Hochsaison. Aber Hunger haben hier trotzdem viele. Bitte schön. Ein Schnitzel mit Pommes und Spanner Currywurst mit Pommes. Gerne. Das Geschäft mit den heißen Fritten hat Bożena hier vor 2 Jahren angefangen. Vorher gab es in diesem Teil der Insel keinen Imbiss. Entsprechend gut läuft das Geschäft. Einmal mit Pommes, gerne. Weil sich kein Kunde an die neue Wurst traut, geht Bożena in die Offensive. Wir haben polnische Krakauer im Programm. Und möchten Sie gerne probieren, dass Sie uns ein Feedback geben? Ja, gerne. Mal gucken, was Sie dazu sagen und mal gucken, ob die Frau recht hat oder der Mann. Schauen wir mal. Es werden extra Probierteller angerichtet. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Eine Sorte von Krakau und hier die andere. Probieren Sie und geben Sie uns Feedback, bitte. Ja. Dankeschön. Okay, gerne. Was machen wir? Haben wir hier noch einen Gast? Hier haben wir noch einen Gast. Ja. Mal die zweite probieren. Gucke ich mal. Die ist besser. Sagen Sie mir? Die finde ich besser. Hm? Da hat der Mann recht gehabt. Mein Mann ist auch für dich, genau, richtig. Ja. Lassen Sie sich schmecken, ihn Ruhe. Ja, wir können uns nicht entscheiden, welche, weil mein Mann findet die besser und ich finde eigentlich die besser. Ja, aber in beiden, ja. Ja, bitte. Also ich denke, sie sollte wirklich beide verkaufen. Ja. In Sachen Krakauer bekommt Krzysztof übrigens am Ende recht. Aber ansonsten ist Bożena ganz klar die Chefin. Das ist tatsächlich in Polen nicht so. Also ich kenne das auch von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Es ist tatsächlich so, dass ja, in Polen ist noch das, sag ich mal, Traditionelle, dass der Mann ja, ist der Chef in der Familie, der Mann entscheidet und die Frau ist im Hintergrund. Deswegen, ich weiß, dass den Männern ist nicht so einfach, sich hier umzustellen. Und deswegen bin ich super froh, dass er das mitgemacht hat. Sonst hätte das auch nicht funktioniert. Bożena Posikel muss sich nicht nur um ihre zwei Betriebe kümmern. In der Inselschule sind Zeugniskonferenzen. Bożena ist Elternvertreterin. Ich mache es gerne, weil ich finde, es gehört sich dazu. Das hat auch meine Mama gemacht, als ich klein war. Also sie war auch immer dabei. Und ich finde es besonders wichtig, weil das geht natürlich unter anderem um meine Kinder. Und ich finde, da soll sich jeder auch einsetzen, jeder auch mitmachen. Egal wie viel er zu tun hat, dafür sollte man Zeit finden. Auf die Inselschule gehen insgesamt 33 Schüler. Moin zusammen. Dir nochmal vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit dieses Jahr mit uns beiden. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, wir haben es gemeinsam gut hingekriegt und wir fangen mal an. Bożena engagiert sich. Das ist einer der Gründe, warum sie auf Baltrum voll angekommen ist. Also es ist völlig egal, ob sie jetzt aus Polen ist oder ob sie hierher, sie spricht super gut Deutsch, sie ist super integriert hier, sie macht eine tolle Elternarbeit. Also ich glaube nicht, dass ich das von irgendeiner Herkunft abhängig machen würde. Morgen will Bożena ihre Pizzeria aufmachen. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Zurück nach Spiekeroog. Die Insel besticht vor allem durch ihren historischen Dorfkern. Mit alten Bäumen. Einige Häuser sind mehrere hundert Jahre alt. Die Inselkirche von 1696 ist das älteste Gotteshaus auf den ostfriesischen Inseln. Am Segelhafen steht heute ein besonderer Turn an. Guten
Pizza kommt und die Pizzen kommen. Für Lehrer Barassar gibt es ausnahmsweise Lieferservice. Hallo Barra. Hi, hallo. Schön in die Decke eingepackt, ja, damit es warm bleibt. Wunderbar, danke schön. Danke. Bitte schön. Es gehört zum Konzept des Inselinternats, dass Schüler und Lehrer auch privat viel Zeit miteinander verbringen. In sogenannten Schulfamilien. Moin. Moin. Ja, rein spaziert, ich mach mal Blatt. Diese Schüler haben sich Barra als Familienvater ausgesucht. Heute gehen sie auf dem Schulschiff segeln. Ja, fein. Hilfe gibt's von Skipper Jonathan. Dann darf sich jeder hier eine Weste schnappen und wir gehen mal aufs Vorschiff, da haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Barra war noch nie an Bord. Der 61-Jährige macht's den Schülern zuliebe. Ach, wenn man nicht jung ist, muss man sich jung machen, ne? Sich wohlfühlen irgendwie. Weil die wollen es nicht wahrhaben, dass ich nicht mehr jung bin. Segeln. Das wird auf dem Inselinternat gefördert. Es gibt für die Schüler sogar die Möglichkeit, mehrere Monate auf einem Großsegler mitzufahren. Einschließlich Unterricht. Das Leben in der Gemeinschaft steht dabei im Mittelpunkt. Ameisenscheiße. Es ist dieses besondere Schulkonzept, das den Senegalesen Barassar auf Spiekeroog hält. Das passt zu mir, weil ich bin ein geselliger Mensch und ich bin auch in einem Milieu geboren, wo man ständig Leute um sich herum hat. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Wir helfen aneinander, wir halten zusammen. Und genau das erleben wir hier auf der Schule auch. Heimat. Auf Litz habe ich wieder ein Stück Heimat gefunden, in der Hinsicht zumindest, ein Stück Heimat. Und? Jonathan! Oh, voll mit Schinken. Mama, dürfen wir auch drin essen? Ach, gegen die Weine. Nein, danke dir. Nee, ich habe den Kopf mal. Au. Nochmal. Die Pizzen sind schon etwas kalt. Macht nichts. Der Mensch, der sich mit dem zufriedenstellt, was er hat, ist für mich der glückliche Mensch. Weil wenn du gierig bist und nach immer mehr willst, dann musst du dich anstrengen und vielleicht schaffst du das nicht. Und dann bist du unglücklich. Aber wenn du dich mit dem zufriedenstellst, was du hast, dann hast du ein geordnetes, ruhiges Leben. Und da kannst du dein Leben in vollen Zügen genießen. Nee, Barra, hier? Nee. Wir müssen hier das Segel einfach nur einsammeln, dass das nicht ins Wasser fällt. Okay. Genau. Ja, soweit? Gut. Und Jumin, ab. Morgen hat Barra einen besonders wichtigen Termin. Oh, ganz lose. Lass laufen. Barra macht das schon. Und mehr. Er muss zur Ausländerbehörde. Hat jemand Barra gesehen? Ich decke mich damit zu. Komm. Ohne. Sehr gut. Norderney. Hier haben zwei einen besonderen Ausflug vor. Wann warst du das letzte Mal? Ich war Mittwoch, das letzte Mal drüben. Okay. Henriette Vaupel und ihr Chef Matthias wollen ans Festland. Dort soll die Dänen bald ein neues Eiscafé leiten. Und hier runter. Weil sie es eilig haben, nehmen sie ein Wassertaxi. Das Kühlaggregat muss an den richtigen Platz, dass es die Leute nicht stört, die drumherum wohnen. Ja. Das ist die Hauptherausforderung. Dann ab nächste Woche. Henny sieht in dem neuen Eisladen eine große Chance. Von Dänemark aus hatte ich immer meinen Traum, zwar mit einer Baguetteria, mit 4-5 verschiedene Dressings, selbstgemachte Dressings. Und später kommt diese Verwirklichung in Eisform. Ja. Norddeich ist einer der größeren Fährhäfen in Ostfriesland. Tschüss, ciao. Von hier geht's nicht nur nach Norderney, sondern auch nach Jüst. Und da unten? Naja, so viel hat sich ja doch noch nicht geändert. Der neue Laden liegt nur ein paar Meter vom Anleger entfernt. Handy, ta-ta-ta-ta. Reingeguckt. Wow. Das ist so greifbar nah. Das ist ein bisschen, man ist ein Stück überfordert vom Glück momentan. Aufgeregt, ohne Ende. Nee, aber passen die neuen Möbel auf die Terrasse? Überhaupt kein Problem. Zack. Ja. Ich bin einer der größten Ausmesser von hier bis Texas. Der Laden ist viel größer als der Pavillon auf Norderney. Ein wichtiger Moment. Ja, auf jeden Fall. Vor Henny liegt eine große Herausforderung. Aber ihr Chef ist sicher.
Ihre skandinavischen Wurzeln werden ihr helfen. Warum ist Henny dafür die Richtige? Und ich glaube, da hilft einfach dieser Hygge, Leichtigkeit, Dänen-Moment. Und ich glaube, das hat sie einfach. Das ist vielleicht der Punkt. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Oh, und hier ist der Könntest Haus. Du noch mehr Dänen besorgen? Reimport, Reimport. Fehlt mir, da brauchen wir noch ein paar Dänen. Ja. 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 Vielleicht muss man den Dänen in sich entdecken. Es ist ja, der ist aber Bullerbü ist Schweden, ne? Hier in Norddeich soll es bald losgehen. Da bleibt nur noch wenig Zeit für Henny, den Sommer auf Norderney zu genießen. Das ist langsam gefährlich, wir gehen Richtung FKK-Strand, das weißt du, ne? Wir haben noch viel zu viele Sachen an. Ja, genau. Ihr Mann Uwe ist noch mal zu Besuch gekommen. Demnächst wird Henny wieder zu ihm nach Norden ziehen. So war das, ja. Haben wir es, genau. Deutsche Sprache, ja, schwere richtig. Sprache, oder? Henny war schon seit 16 Jahren nicht mehr in Dänemark. Aber bald will sie Uwe ihr Heimatland zeigen. Meinst du, in Dänemark ist es auch so schön wie hier? Ah, auf jeden Fall. Aber wir können ja auch irgendwann nach Dänemark fahren, wir zusammen. Ja. Ab und zu kommt diesen Heimwehbuch, natürlich, klar. Meine Mentalität und mein Nationalstolz wird immer da bleiben. Aber man kann nicht in zwei Welten leben. Weil da passiert so viel in Dänemark, da passiert so viel in Deutschland und hier lebt man. Zurück auf Borkum. Zu Hause bei Anna Maria Andrei bereiten sie einen speziellen Gottesdienst vor. Viele Mitglieder ihrer Familie leben auch auf der Insel. Einige Cousinen sind zum Backen gekommen. Dann machen wir ein traditionelles Brot von Rumänien. Wir feiern etwas in Kirche oder zu Hause, ja, einfach in Weihnachten oder Ostern. Wir versuchen zu Anastasia auch ein bisschen zeigen immer, ja, weil wir möchten auch gerne die Kinder lernen, unsere Traditionen. Nee, falsch. Boah. Anna Maria wohnt mit ihren Kindern Anastasia und Andrei in einem recht großen Haus mit Garten. Super, oder? Ihre Familie kann hier wohnen, weil zum Haus Ferienapartments gehören, die Anna Maria betreut. Das ist ein Traum für mich selber und für die Kinder auch. Und dann für das, wir sind richtig glücklich. Die Zukunft ihrer Kinder sieht Anna Maria hier auf Borkum. Mit der Inselbahn kommt man vom Hafen ins Zentrum. Ein Wahrzeichen der Insel ist der alte Leuchtturm. In der katholischen Kirche ist einmal im Monat ein rumänisch-orthodoxer Gottesdienst. Dafür ziehen sich die gläubigen Rumänen extra festlich an und alle bringen Leckereien mit. Das Essen spielt eine wichtige Rolle. Dieses besondere Brot wird später verteilt. Ich glaube, es sind fast 30. Ja. Und dann wir müssen auch. Dann muss ich die ganze Brot schneiden. Ja. Ich hoffe, das reicht und die Rest kann auch die Leute auch mitnehmen, dann zu Hause. Die Essen, das ist hier ist schon, weil kommen von den anderen Personen, ja, ist nicht von dich. Und dann die schmeckt besser. Der Pfarrer ist übrigens extra vom Festland angereist. Im Sommer arbeiten mehr als 600 Rumänen auf Borkum. Dieser eigene Gottesdienst ist für sie wichtig, weil viele sehr gläubig sind. Aber abschotten wollen sie sich nicht. Dass die Kirche ist für alle Leute, das ist nicht nur für Katholische oder so. Oder manchmal kommen auch die fremden Leute, nicht mehr Deutsche einfach. Ja. Wir haben hier einmal einen Gottesdienst, wann ein Mann war, ab Anfang bis Ende. Ja, Touristen sind auch ein bisschen neugierig, wie das hier die Liturgie ist. Und hat er schon ein paar Mal gesehen, ne? Und ja, und da war er total begeistert. Ja, richtig. Baltrum. Die einzige Pizzeria der Insel hat heute wieder Eröffnung. Die Bestellungen laufen schon.
Möchten Sie die mit frischen Champignons oder möchten Sie die Treverdure? Ich habe gesagt 10 Minuten, ist das okay? Ja. Super. So, Ihre Pizzen, bitteschön. Ja, danke schön. Guten Appetit. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Start ist sehr wichtig, damit wir noch ein bisschen was verbessern können, den Ablauf trainieren können. Wir haben auch neue Mitarbeiter, die müssen wir erstmal anlernen. Legst du dir das hier so hin, wenn du viele Bons hast? Von links nach rechts? Das ist alles schon abgearbeitet. Aha, okay. Als sie hier anfing, hat Bojena versucht, Leute von der regionalen Arbeitsagentur zu bekommen. Aber es hat sich keiner gemeldet. Jetzt kommt fast das gesamte Team aus Polen. In meinem Heimatland hatte ich etwas mehr Glück. Sehr gerne kommen die Mitarbeiter dann zu mir. Und dann natürlich habe ich die Hoffnung, dass die hier auch bleiben. Und das, bis jetzt ist mir das alles schön gelungen. Ist ja auch schön. Auf bald rum. Stefan, hallo. Oh, sind das Pizzen für euch? Margherita, Funghi, zwei Salami, Hawaii, Tono, Prosciutto. Einmal alles, schöne Bestellung. Die große Riegel. Stefan Kohlmetz hat einen Kaffeeausschank auf Baltrum. Erster Teil, bitteschön. So. Bojena ist großartig integriert. Ne? Die hat das Ding hier übernommen und seitdem flutscht es hier. Es ist unglaublich, also, wo sie die Power hernimmt. Die ist aktiv, dann hat sie hier nebenan noch ein zweites Lädchen aufgemacht, auch gleich eingeschlagen irgendwie. Also wirklich toll. Können wir, von deiner Sorte können wir noch mehr gebrauchen. Oh, ne? Danke schön, ja. Stefan. Vielen Dank. So, jetzt schnell nach Hause, die Pizzen werden kalt. Ja, nee, guten Appetit. Wir gehen an die Strandmauer bei den tollen Wetter. Schön, mit Sonnenuntergang genießen. Ja, ganz genau. Hier auf Baltrum startet bald die Hochsaison. Dann muss Bojena noch mal richtig ranklotzen. Morgens auf Spiekeroog. Das erste Schiff geht heute um 8.30 Uhr. Der kommt noch dahin. Lehrer Barassar ist ein bisschen gestresst. Weil einer seiner Schüler zu spät kommt. Zusammen mit den Chinesen geht's aufs Festland. Sie müssen zur Ausländerbehörde. Etwa 50 Minuten dauert die Überfahrt nach Neuharlinger See. Barassar nutzt die Zeit für den Papierkram. Und Schumin. Ja. Seit 1986 lebt Bara in Deutschland. Lange war sein Lebensmittelpunkt Leipzig. Mehr aus Zufall hat er sich auf Spiekeroog beworben. Eine Herausforderung war es das insofern, dass ich erstmal auf eine Insel kam, eine wildfremde Insel, wo ich niemanden kannte und als einziger nicht weißer Mensch. Ne? Das war schon eine Herausforderung. Ne? Er ist geblieben, auch weil er auf der Insel keine Fremdenfeindlichkeit erlebt und sich sicher fühlt. Seitdem ich hier bin, ich habe noch nie bewusst eine schlechte Erfahrung auf Spiekeroog gemacht. Und in Leipzig ist Tag und tagtäglich habe ich das erlebt. Jetzt nicht mehr, aber vor allem in den Wendejahren, da war es grausam. Wittmund. Hier ist die Ausländerbehörde ansässig, die für Spiekeroog zuständig ist. Jetzt muss ich eure Kennung nehmen und dann sind wir so. Seit Bara selbst nach Deutschland gekommen ist, hat sich viel verändert. Früher gab es sowas Modernes nicht. Ne? Früher haben wir einfach Schlange gestanden und der Erste ging rein, dann kam der Nächste rein, der Zweite und so weiter fort. Und hier ist alles modern. Sobald du da bist und dich am Automat da bist, dann weiß die Sachbearbeiterin schon, dass du Trainer bist. Und Hallo. Haben Sie ein Foto dabei? Sie kennen das Ganze. Ja, habe ich. Ich bin begeistert. Ja. Die Aufenthaltsgenehmigung der Chinesen muss jedes Jahr verlängert werden. Geht wirklich schnell. Alles klar.
Und wenn es hakt, ist Bara da. Ich mache es gern, weil ich weiß, in welcher Situation sie sind. Weil ich war in derselben Situation und wenn man da drin ist, braucht man unbedingt Hilfe. Und ich weiß, dass ich ihnen diese Hilfe geben kann. Ich mache das mit Freude. Zu Hause auf Spiekeroog hat Bara allerdings noch eine Verabredung. Gut 40 Kilometer entfernt in Norddeich steht eine Premiere an. Fräulein Henny? Ja? Willst du einmal kurz mit anfassen? Ja? Um diesen schweren Teppich zu tragen. Die Dänin Henriette Faupel will hier ein neues Eiscafé aufmachen. Aber fertig ist noch nichts. Das sind alte Munitionskisten. Dann machen wir den Poppes der Kuh zum Fenster. Auch die Handwerker noch mittendrin. Wir haben immer Zeitnot, wenn so eine Öffnung ist. Immer. Aber ja, Sport ist Mord. Aber ich überlebe alles. Also Unkraut vergeht nicht so schnell. So, ich freue mich. Ich freue mich riesig. Und vor die Freude hat der liebe Gott noch eine Couch gesetzt. Komm, angefasst. So. Geht. Geht? Ja. Ja. Das Einrichtungskonzept von Chef Matthias Möckel ist schon speziell. Jetzt kann man natürlich auch ein Bild von Venedig an die Wand hängen, ein bisschen Lametta rumhängen und das Ding Venezia nennen und sich freuen. Aber das sind wir jetzt hier nun mal nicht. Und ich glaube, die Leute wollen ja einfach, ich meine, das gibt's sowas. Ja, ich finde das für eine Eisdiele mutig. In Norddeich machen viele Urlauber Stationen, bevor es nach Jüst oder Norderney geht. Für Eis gibt es hier also jede Menge potenzielle Abnehmer. Falls der Laden jemals fertig wird. Jetzt gibt es auch noch ein Problem mit den Wasserleitungen. Wenn die Handwerker keine Lösung finden, können sie die Eröffnung abschreiben. Männer, würdet ihr mir einmal für 2 Minuten eine Schaufel leihen? Schaufel? Ja. Die kannst du auf den Tag haben. Gastronom Matthias will die Zeit wenigstens nutzen. Dankeschön. Das ist aber die falsche Richtung. Oben sitzt der Griff, ne? Aufhalten. Das ist jetzt wie immer, wenn man startet, es ist halt, geht irgendwas schief. Jetzt hätte ich ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass sowas schief geht. Teufel. Die Terrasse ist übrigens auch noch nicht fertig. Hallo! Hallo! Ihr könnt wieder alles benutzen! Okay! Bitte! Du bist ein bisschen laut! Ja, sollte ich ja, ne? Dann wisst ihr Bescheid! Das Wasserproblem ist gelöst. Wie kann ich das denn? Das ist sehr spannend, das ist sehr sportlich, aber macht nichts. Für die Hotelfachfrau Henny aus Dänemark ist die Leitung dieses großen Cafés ein Traumjob. Auf die viele Arbeit freut sie sich. Doch, auf jeden Fall etwas selber zu machen und mehr Verantwortung zu haben, auf jeden Fall. Also nicht immer rumdudeln und einfach mein Gehirn auf ein Regal tun und dann auf Arbeit gehen und nur anwesend sein. Das wäre nichts. Also, und einfach mein Geld verdienen mit nichts tun, das kommt nicht in Frage. Die letzten Handgriffe an der zweiten Kühlung. Passt? Ja, ich bin durch. Dann okay. Das erste Eis des Jahres? Sage ich nicht nein. Gerne. Dann los. Henny, passt das? Wollen wir probieren, ob das geht? Ich habe ganz lecker Sorgen. Machst du auch ein bisschen Baiser um drauf? Ja, klar. Ja? Oh, ja, dann vielen Dank. Ja. Henny und Sven. Und dann wird Hennys neues Reich eröffnet. Hallo, komm rein. Jetzt ist die Frage, was möchtet ihr gerne haben? Lecker? Ich kann auch einen Waffel oben drauf tun. Und was möchtest du oben drauf? Ich habe Heidelbeerkompott und dann mit Baiser oder salziges Karamell. Henny gönnt sich einen Moment Pause. Einmal Atem holen auf dem Deich. Von hier kann die Dänin auf ihre Insel Norderney zurückblicken. Das war ein Stück Dänemark, die man wieder gefunden haben. Diesen Unkompliziertheit, diesen Lockerheit, diesen
an den Stränden lang zu laufen und einfach die Ruhe weghaben. Und das hat man auch gebraucht. Ich habe das gebraucht. Und das war jede Reise wert. Auf Baltrum herrscht jetzt Hochsaison. Seit 1966 ist die Insel ein anerkanntes Nordseeheilbad. Mittlerweile kommen mehr als 47.000 Touristen im Jahr. Viele bringen Appetit mit. Reicht das an roter Beete? Ja, wir haben hier schon welche drin. Diese ist roh und diese ist gekocht, weißt du? In Bojenas Pizzeria geht's jetzt aber erstmal ums Personalessen. Welche war nochmal die richtige? Die hier, oder? Heute ist die Vorfreude besonders groß. Weil sie kocht. Ja, unser Spezialservice heißt Anja. Anja ist meine Schwägerin und sie kocht für uns. Wir sind nicht wenig, wir sind ja im Moment so um die 15 Personen. Ja, und heute gibt es was Spezielles, was wir ja alle sehr, sehr gerne essen. Das ist unsere rote Beete-Suppe. Anja macht 3 Wochen Urlaub auf Baltrum. Oder eher so etwas wie Work and Travel. Selbst gestampftes Kartoffelpüree, das gibt's zur Suppe. Gib Muskeln. Die Suppe braucht noch ein bisschen. Zeit, um mal einen Blick ins Fotoalbum zu werfen. Komm, wir nehmen das hier. Da ist dein Mann drin. Guck mal, Arthur. Bojena kommt aus einer Region in Südpolen, die dem deutschen Ruhrgebiet ähnlich ist. Für ein Praktikum im Baltrumer Strandcafé kam sie 2003 ins Watt. Ihre Wurzeln hat sie nicht vergessen. Meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich weiß, dass die super mega stolz auf mich sind. Ich bin ja die Einzige aus der Familie, die sich selbstständig gemacht hat. Die drücken mir alle die Daumen. Wenn irgendetwas passieren würde, ich weiß, trotz 1000 Kilometer, die würden sofort in ein Auto steigen und die würden sofort hierher kommen und mir helfen. Und das ist ja sehr wichtig für die Psyche, dass man so guten, ja, so guten Halt bei der Familie hat. Und dann gibt's endlich die gute rote Beetesuppe. Wenn möglich, treffen sich immer alle Mitarbeiter zum Mittagessen. Ja, Essen für die gute Laune ist sehr wichtig. Es gibt ein Sprichwort in Polen, ja, der hungrige Pole ist ein böser Pole. Das möchten wir natürlich nicht. Und ja, das Zusammenessen, ja, das mögen wir einfach. Das haben wir schon, als wir klein waren, so gemacht mit unseren Familien. Und das machen wir einfach immer so. Die Insel ist voll. Heute Abend erwarten sie großen Andrang in der Pizzeria. Auch auf Borkum müssen viele Besucher versorgt werden. Im Hotel ist Bettenwechsel. Die frischen Gäste wollen einchecken. Moin. Aber viele kommen zu früh und die Zimmer sind noch nicht fertig. Sobald ein Zimmer frei ist, legt das Reinigungsteam um Anna Maria Andrei los. Immer schnell und Samstag noch mehr schnell. Wir haben keine Zeit zu denken. Einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Zum Hotelbetrieb gehören 60 Zimmer und knapp 100 Ferienwohnungen. Hallo! Anna Maria koordiniert 10 Kollegen, die in der Stadt unterwegs sind. Ja, Daniel? Ja, Daniel? Nein, das ist nicht sauber. Macht ihr das und nehmt die Wäsche mit. Mariusz braucht Unterstützung. Im Housekeeping herrscht übrigens Gleichberechtigung. Am Anfang, ich habe gedacht, die Frauen. Doch, die Frauen natürlich haben die Augen für die Reinigung schon besser als die Männer. Aber die Männer machen auch das. Okay, jetzt mein Team jetzt halb-halb. Halb Frauen, halb Männer. Und klappt.
Dena. Dena. Wie geht's dir? Großeinsatz. Anna Maria hat ihre Kollegen zusammengetrommelt. Ein großes Ferienhaus muss schnell fertig werden. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Gäste wollen pünktlich einziehen. Wir sind schon ein bisschen später. Hi. Hi. Hallo, Soren. Der Chef schaut vorbei. Ja, wie sieht's aus? Ja, wie sagen. Ist alles okay. Gut soweit? Ja. Kommen wir durch, oder? Wir möchten gleich Pause machen, eine halbe Stunde und nachher weiter, ja, zu kämpfen, damit der Körper dann noch weg. Jemand Deutsches zu finden, der hier überhaupt noch bereit ist, zu reinigen, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also wir haben da gar nicht mehr, in den ersten Jahren haben wir es mal versucht, aber dann ist es so, dass die Arbeitseinstellung, die Arbeitsmoral, auch vor allem für Sonntagsarbeit oder Wochenendarbeit und sowas und dann in einem Segment, was natürlich nicht eine so riesengute Bezahlung hat, ist sehr, 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 sehr schwierig. So. Ich mach mich wieder rüber. Okay. Ich nehme das hier schon mal mit, ne? Ja, wir sind auch fast durch. Alles klar. Ja, bis später. Bis später. Ciao, ciao. Tschüss. Anna Maria Andrei hat heute Abend etwas Besonderes vor. Alle Zimmer und Apartments waren heute rechtzeitig sauber. Und nach Feierabend geht Anna Maria mit Familie und Freunden zu einem Event an den Strand. Egal wie viel wir haben heute gearbeitet, egal wie viel Chaos jetzt ein Tag, du möchtest das machen gerne, ja? Weil du hast nie so 1000 Jahre zu leben. Jeden Tag, wir müssen aufstehen und zu sagen, heute ist schon. 3, 2, 3, 2, 1, go! Es ist das erste Festival nach dem Corona-Lockdown. Die Insel Borkum. Für Anna Maria hat sie viel zu bieten. Ich kann sagen, auch doch, ist mein Heimat. Wir haben gesagt, zu Hause ist, wo fühlst du zu Hause? Weil natürlich als Ausländer ist es nicht so einfach, ja, zu sagen. Aber wir schaffen alle. Wann hast du Geduld? Anna Maria Andrei will auf Borkum bleiben. Wenn möglich, für immer. Auf Spiekeroog genießen die Badegäste den Hochsommer. Lehrer Barassa und seine Frau Nguni wollen in den Westen der Insel. Sehr schön. Schönes Wetter, ja. Ja, guck mal, die Sonne. Das Linke, die Wolken, ja. Kein Sonne. Klarer Himmel. Aha. Aber weit kommen sie nicht. Hi, Abend. Bonjour, messieurs, dames. Hallo, ihr beiden. Hallo, wie geht's dir? Danke, gut. Zum Glück haben wir heute Sonne. Ja, heute ist es schön. Ja, es ist angenehm. Nicht so heiß. Du weißt ja, das ist der Charme des Nordens. Hartmut Brings ist Redakteur und Herausgeber des Inselboten. Seine Kinder haben auf der Liedschule Abitur gemacht. Ich bin immer froh, wenn ich Barra treffe im Dorf, weil dann habe ich die Chance, Französisch zu sprechen, was sonst auf Spiegel leider sehr selten ist. Und Barra ist einfach nicht nur ein ganz, ganz toller Lehrer. Meine beiden Töchter waren bei ihm im Französischunterricht, sondern Barra ist einfach ein richtig guter Freund. Es ist die Liebe zur französischen Sprache, die beide verbindet. Sprache ist alles. Stell dir mal vor, ich tauche jetzt irgendwo in China in einem kleinen Dorf auf und rede Chinesisch. Dann nehmen sie mich auf. Aber wenn ich nichts von dem verstehe, was sie sagen, dann bin ich der Doofe. So einfach ist das. Sprache ist wirklich alles. Und deshalb muss jeder, der in Deutschland leben und arbeiten möchte, sich bemühen, die Sprache zu verstehen und zu sprechen. Sonst ist es schwierig. Ja. Merci. Allez, merci ciao. Beaucoup. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Ihr Ziel ist der Spiekeroger Zeltplatz, beziehungsweise sein Kiosk. Hallo. Hey, Mann.
Niklas, Mensch. Hallo. Eine Ewigkeit her. Hallo. 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 Grüß dich. Ja. Danke, alles gut? Ja. Ja. Und Finn ist immer noch unterwegs. Finn ist in Bulgarien im Moment. In Bulgarien? Ja. Bara kennt viele Spieker-Oger-Familien gut. Sein Sohn. Naja, war der Lehrer meiner beiden Kinder. Und auf der Schule gibt es ja auch diese Familien zusammen. Schlüsse, wo die Lehrer auch die Familienväter sind, und er war Familienvater meines älteren Sohnes. Das heißt, sie haben Klassenfahrt zusammen gemacht und im Unterricht haben sie sich auch gesehen. Ja, also er kennt sie über Jahre. Das ist schön. Der Kuchen sieht lecker aus. Ja, ja, ja. Bis später. Bis nachher. Die Insel hat schon so viele. Kaum draußen treffen Bara und Guni schon wieder eine alte Bekannte aus dem Internatskreis. Es ist sein Job als Lehrer, der Bara zum Teil der Inselgemeinschaft gemacht hat. Die Kinder haben einfach für mich die Toren aufgemacht, dass ich Zugang zu den Eltern habe. Und, ja, und dadurch habe ich mich auch mehr oder weniger immer wieder ein Stück mehr integriert. Und jetzt fühle ich mich zum Teil als Spieker-Oger. Ja, so kann ich das sagen. Nach seiner Pensionierung will Bara die Insel zwar verlassen, aber ganz sicher wird er immer wieder hierher zurückkehren. Auf Baltrum läuft derweil das Abendgeschäft an. In der einzigen Pizzeria der Insel haben sie jetzt ordentlich zu tun. Mehr als 300 Pizzen pro Tag backen sie hier zu Spitzenzeiten. Und immer haben die Gäste viele Extrawünsche. Es ist das hier? Dann nehme ich das und bringst du die Pizzen raus? Aber die Chefin behält die Übersicht. Es geht, man muss sich nur konzentrieren, vielleicht nicht unbedingt 10 Sachen auf einmal machen. Und dann geht das. So, bitteschön, wir wünschen guten Appetit. Ciao. Ja, wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht, dass wir endlich Geld verdienen können. Ja, und so bitte jeden Tag. So, ihr Lieben. Bitte schön. Ja, so, Dankeschön. Bitte schön. Achso, ihr reicht einfach weiter? Ja, wir reichen das weiter. Na gut. Thomas Bronger ist Schulleiter auf Baltrum. Seine Frau Jolanta kommt wie Bojena aus Polen. Die Menschen, die aus Europa hierher kommen, bringen natürlich ihr Heimatland mit dem Essen. Also das steigert einfach die Vielfältigkeit auf der Insel. Ja, man lebt miteinander. Und das ist viel einfacher, weil es hier viel kleiner ist. Ja. Das geht man nicht aus dem Weg, ne? Das geht ja gar nicht, sich aus dem Weg zu gehen. Ja, richtig. Und das ist eigentlich die Schöne daran. Für Bojena Posekel war die Entscheidung, auf die kleine Insel Baltrum zu gehen, der Schlüssel zum Lebensglück. Das ist definitiv mein Zuhause. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass Baltrum, dass die Insel ist mein Zuhause. Wenn ich nach Polen fahre, ist es natürlich toll, die Familie zu besuchen. Aber mein Gefühl, wieder nach Hause zu kommen, ist wieder nach Deutschland zu kommen.